Ich grüße Hans Berneker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Berneker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Berneker, das Coronavirus hatte den Aktienmarkt ganz ordentlich im Wirr gegriffen. Mal wieder kann man sagen, wohl kein vernünftiger Politiker wird sich einen breiten Lockdown wünschen. Und man wird sicherlich auch aus den Erfahrungen des ersten Lockdowns gelernt haben oder Rückschlüsse gezogen haben. Nun sind die Zahlen allerdings so, dass sich wohl Verschärfungen kaum vermeiden lassen werden. Und damit kann man sich auch wieder die Frage stellen, gibt es einen Double Dip in Bezug auf die Wirtschaft und auch in Bezug auf die Börse? Denn wenn wir uns den IHS Market Einkaufsmanager Index für die Eurozone anschauen, wieder unterhalb von 50 Punkten, also im Kontraktionsbereich. Wie sollte man als Anleger mit diesem Marktrahmen umgehen? Zunächst mal kommt es allein darauf an, wie die deutschen Gesundheitsbehörden die entsprechenden Maßnahmen durchführen, die von der Politik herkommen. Und ich bin ganz sicher, dass dies geschehen wird. Die nächsten 2-3 Tage wird es wahrscheinlich alle Entscheidungen geben. Davon gehen wir jetzt mal aus. Und damit wissen wir A, wie durchgegriffen wird, B, welche zeitlichen Maßstäbe dafür von den Virologen vorgegeben werden nach den Erfahrungen, also 3 oder 4 Wochen. Ähnlich wie im März, April, wenn Sie sich daran erinnern. Und dann weiß ich, kann jeder nachrechnen, wie in etwa die entscheidenden Größen wie Infektionen und Todesraten und all diese Dinge, wie sie einzuordnen sind. Und damit bin ich höchst zufrieden mit der Frage, erstens, was Sie tun oder wie Sie es tun, aber auch konsequent umsetzen. So wie der Markt das jetzt spielt, spielt er das Ganze, sagen wir mal, zur Hälfte dessen, was wir im März erlebt haben, etwa zur Hälfte durch. Und damit bin ich ebenfalls sehr zufrieden. Man hatten wir ja im März oder beziehungsweise im Frühjahr und im zweiten Quartal einen heftigen Einbruch in der Wirtschaft. Ist etwas Ähnliches denn auch jetzt zu erwarten? Nein, können wir klar rechnen. Im März und April sind wir alle total überfordert oder auf dem falschen Fuß erwischt worden, wie Sie es ausdrücken wollen. Jetzt weiß jeder, unternehmerseitig oder finanztechnisch oder auch medizinisch, wie eine solche Phase abläuft. Also einmal mit den wirtschaftlichen Folgen, B mit den eben zitierten Kontrollmaßnahmen in der Medizin. Und damit kann ich umgehen und kann sagen, ich habe vielleicht eine Lücke von 3-4 Wochen, mehr kann man jetzt im Moment nicht sagen, die wir alle überbrücken müssen. Alle heißt, die gesamte Bevölkerung in Deutschland, ich rede jetzt mal von Deutschland, genauso wie die Industrie oder auch die Verbraucher, inklusive Touristik und alle diese Dinge. Es ist berechenbar, nicht exakt, aber mit Wahrscheinlichkeiten. Und damit kann ich umgehen. Schauen wir dennoch mal kurz noch auf den DAX. Der deutsche Leitindex hat seine 200-Tage-Linie inzwischen unterschritten. Das ist ja gewissermaßen der innere Trend eines Marktes. Welches Gewicht messen Sie diesem Signal bei? Was ist so Ihr kurzfristiges Szenario für den deutschen Leitindex? Das Risiko im DAX geht bis 11.000. 600 Punkte fehlen noch ungefähr. Hoffentlich schaffen wir das gleich in dieser Woche noch. Wäre natürlich ideal. Wäre super. Zunächst ist er aber überverkauft. Er kann eine technische Korrektur nach oben vertragen. Heute ist Mittwoch, dann sieht das eher danach aus, nach einem Intraday-Reversal. Kurzum, ich rechne mit etwa einem Boden um die 11.000. Legen Sie mich auf 100 Punkte nicht fest. Möglichst schnell. Also in der kommenden Woche, vielleicht auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen der amerikanischen Wahl. Das wäre also heute in 8 Tagen. Und damit komme ich super über die Runden. Im Übrigen wäre das dann die 50% Korrektur des gesamten DAX von unten nach oben bis etwa 11.000 in der Mitte. Okay. Also auch technisch stimmt es dann. Ja. Deshalb habe ich gesagt, ab Freitag, wenn ich das noch anhängen darf, etwas aus der Hüfte geschossen, aber es musste sein, habe ich die Notleine gezogen und habe gesagt, 30-40% Barreserve. Und ich hoffe, dass alle meine Leser sich daran gehalten haben. Ja, meine Damen und Herren, in diesen bewegten und etwas hektischen Zeiten können wenige Tage Differenz schon durchaus erhebliche Wertunterschiede ausmachen bei einzelnen Aktien und dann auch in Summe für das gesamte Aktienportfolio. Und so lade ich Sie ein, lesen Sie doch gerade jetzt die AB Daily, einen Tagesbrief von Hans Berneker und seinem Redaktionsteam. Nehmen Sie dies doch gerne gerade jetzt als Lotsen und als Ergänzung für Ihre Meinungsbildung an Ihre Seite. Informieren Sie sich auch gerne noch weiter über diesen Brief. Schauen Sie dazu gerne auf unsere Webseite www.berneker.info.